Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur kleinen News-Sondersendung, sagen wir mal. Ja, die Katze ist aus dem Sack. Die Pico 4 wurde heute vorgestellt und ist auch schon bestellbar bei Bestware, glaube ich. Gucken wir uns gleich mal auf der Homepage an. Und zwar kostet die kleine 128er-Version 429 Euro und die 256er kostet 499 Euro. Ist natürlich ein verdammt guter Preis, muss man sagen. Wir gehen gleich mal auf die Specs ein. Aber als allererstes möchte ich gerne mit euch zusammen den Trailer schauen, der jetzt rausgekommen ist, wo die Brille ja mal wirklich vorgestellt wird. So ein Hochglanz-Trailer, sage ich mal. Und nachher schauen wir uns mal ein paar Bilder an und gehen mal ein bisschen auf die Specs ein. Schauen wir uns mal an, was die Pico so drin hat und was damit denn möglich ist. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Los geht's. Ja, da sind wir schon wieder mit dem Trailer fertig. Ich steppe jetzt mal ein bisschen durch, zeige euch oder ja, erkläre euch mal meine Sicht der Dinge, die ich jetzt aus den ganzen Infos und so weiter rausziehen konnte. Erstmal zum Optischen her, also die Brille gefällt mir verdammt gut. Man sieht hier auch, das werden wahrscheinlich Mikrofoneinlässe sein, vermute ich mal. Das Teil hat ein Dual-Mikrofon mit Noise-Canceling und so weiter und so fort, dass es rauscharm ist und ja, Dinge rausgefiltert werden. Sieht jetzt ja wie eine Skibrille aus, sage ich einfach mal. Wir werden hier wahrscheinlich auch Luftauslässe sein. Ich weiß nicht, ob die gleichzeitig auch als Luftauslässe also zur Wärmezirkulation oder Luftzirkulation fungieren, dass die Brille vernünftig gekühlt werden kann. Also vom Optischen her gefällt die mir richtig gut, muss ich sagen. Dann gehen wir auf den nächsten Punkt ein. Ja, wir haben hier eine RGB-Kamera an Bord. Das heißt, wir sehen unsere Umgebung dann wirklich in Farbe wie bei der neuen Brille von Meta. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil. Also ich mag diese schwarz-weiß wabernde Sicht nicht. Und das wird wohl komplett anders sein. Ich weiß natürlich nicht, wie die Latenz aussieht. Ich denke aber mal schon, dass die Latenz so gut ist, dass man das nicht merkt und dass man dann normal wirklich dann damit eventuell ja zum Tisch gehen kann, was trinken kann und so weiter. Ja, wir haben hier ein LCD-Display eingebaut mit maximal 90 Hertz. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal durch ein Firmware-Update noch erweitert werden kann auf 120. Müssen wir abwarten. Wir haben Pancake-Linsen drin. Die haben jetzt keinen Fresnel-Schliff mehr, sondern ist eine andere Art von Linse. Die bauen auch viel schmaler und bauen nicht mehr so tief in die Brille hinein. Und somit können wir näher mit den Augen ran und haben damit auch ein größeres Field of View. Field of View ist hier mit 105 Grad angegeben. Ja, das ist natürlich von User zu User immer unterschiedlich. Das muss man jetzt mal abwarten. Brillenträger haben sowieso immer ein kleineres Field of View, weil die nicht ganz so nah rankommen wie jemand ohne Brille. Das ist natürlich eine ganz normale Sache. Wenn man nicht nah genug rankommt, hat man nicht diese Field of View wie ohne Brille. Ne? Deshalb sind Kontaktlinsen eventuell sinnvoll oder aber auch wie vom VR-Optiker diese Einsätze, die Linseneinsätze, die benutze ich schon seit Jahren und bin super zufrieden. Gehen wir mal ein Stück weiter. Kompaktes Design. Also hier sehen wir auch nochmal die Controller. Gefallen mir auch echt gut. Muss man natürlich abwarten, wie ist die Haptik, wie kommt man an alle Knöpfe dran und so weiter, wie ist die Qualität von den Teilen, muss man jetzt wirklich abwarten.
Ja gut, wir haben 6 DOF-Positioning-Systeme. Das heißt, wir können uns frei im Raum mit den Controllern bewegen. Ne? Das ist 6 Degrees of Freedom. Ne? Wir können uns frei bewegen. Ja, wir haben ein balanciertes Design. Das heißt, ich glaube, der Akku ist sogar hinten verbaut. Genau, das wird das Akku, der Akku sein, wahrscheinlich links und rechts. Und hat natürlich den Vorteil, dass man hinten Gewicht hat und vorne auch Gewicht von der Platine, vom Bildschirm und so weiter. Und nicht bei, wie bei den anderen Headsets, dass alles vorne lastet. Und man merkt es meistens, dass es sehr kopflastig ist und vorne runterdrückt. Das ist natürlich auch von Vorteil. Muss man natürlich abwarten, wie komfortabel das Ganze ist. Also auch ein wichtiger Punkt, den wir da gerade gesehen haben. Für einige Leute das Stepless IPD Adjustment. Das heißt, wir können die Linsen links und rechts verfahren ohne Steps. Bei der Meta-Brille haben wir natürlich Steps. Ne? 1, 2, 3 und ich weiß gar nicht mehr, wie die, ich habe es mir notiert. 58, 63, 68. Und hier haben wir stufenlose Einstellung von 62 bis 72 Millimeter. Das ist natürlich ja, auch ein bisschen größerer Vorteil, den diese Brille dann hat. Und ja, ich finde dieses ja, stufenlose viel besser als dieses gesteppte, weil man kann eventuell genau dazwischen liegen und hat dann nicht das optimale Feeling, was man eigentlich braucht. Es kann zum, ja, zu Doppelbildern führen, dass man irgendwie nicht ganz scharf sieht und so weiter und so fort. Von daher ist das schon immens wichtig. Ja, dann haben wir den Snapdragon XR2 da drin. Der ist halt in jeder autarken Brille aktuell da drin. Es ist ja Flaggschiff-CPU, sage ich einfach mal, CPU-GPU. Von Qualcomm. Braucht man, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Angebunden ist auch ein 8 GB Arbeitsspeicher. Ist in der Quest 2 ist das ein 6 GB Arbeitsspeicher. Ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, dann sehen wir hier. Wir haben natürlich auch natives Handtracking. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall sieht man ja wieder in der Bibliothek schön mit den Händen. Ja, weiter steppt. Ist natürlich auch ja, ein Vorteil, sage ich mal. Wie gut das funktioniert, muss man natürlich auch abwarten. Da kann man noch nichts, oder ich kann auch noch nichts zu sagen. Kann ich erst sagen, wenn ich da wirklich was getestet habe. Genau, hier sehen wir es nochmal schön. Ja, dann haben wir ein Sports Center. Da werden natürlich ja, die Bewegungsabläufe, Kalorienverbrauch und so weiter und so fort. Natürlich für Sportspiele echt super. Sich deine Ziele setzen. Ja, dann ja, hier wird nochmal von 105 Grad Field of View. Ist natürlich cool. Das ist mir meistens in der Quest zu wenig. Ja, hier haben wir After the Fall, Second Step, das sagt mir jetzt nichts. Great Sea, das ist ein kleiner Film. Das ist auch von After the Fall Point of Departure. Ich wollte gerade sagen, steht da Tom Clancy, steht aber nicht da. Ja, natürlich ist das Ganze, ja, steht und fällt mit den Titeln, die die autarke Brille dann auch haben muss. Und da müssen natürlich auch Top-Titel dabei sein. Ohne die bringt uns das natürlich alles nichts. Ne? Ja, hier können wir unsere Avatare schön ausstatten. Breitbandmotor, ich denke mal, dass sie so dann halt vibrieren, ne? Für die Haptik. Ja, alles in allem erstmal sehr interessant, finde ich auf jeden Fall. Und ich bin mega gespannt auf das Teil vom Bildschirm her, von den Controllern. Wie ist der Komfort bei dem Teil? Und da muss man natürlich jetzt abwarten. Ich hatte auch, genau, hier was noch was vorbereitet. Hier ist die Bestware-Seite, wo man das Teil vorbestellen kann. Auslieferung ist dann am 18.10. scheinbar. Hier sehen wir noch mal ein paar Bilder. Ja, Auflösung haben wir 2160 Pixel mal 2160 Pixel pro Auge. Insgesamt Auflösung von 4320 mal 2160. Das ist mehr als die Quest 2 bietet aktuell. Die hat 1832 x 1920.
macht sich natürlich dann auch nochmal bemerkbar. Und bemerkbar werden sich wahrscheinlich auch die Pancake-Linsen machen, denn durch den nicht vorhandenen Fresnel-Schliff haben die natürlich auch ja, wahrscheinlich sehr wenig God-Rays oder keine. Wie gesagt, ich habe so eine Brille noch nie aufgesetzt. Das ist jetzt das, was ich so mir aus dem Internet rausziehen kann an Infos. Also die Pancake-Linsen sollen halt viel weniger God-Rays oder gar keine mehr haben. Und ja, das ist bei der Wolf-Index zum Beispiel auch ein Mega-Problem. Wenn man da wirklich schwarze Hintergrund hat und dann kommt was Kontrastreiches rein, das blendet so über und ist nicht schön anzuschauen. Und da erhoffe ich mir echt viel. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, jetzt haben wir schon wieder kein OLED da drin. Aber ich finde, die LC-Displays sind in den VR-Brillen echt ganz gut geworden. Und ich kann mich als, ja klar, es ist schöner, man hat ein tolleres Schwarzwert. Ich bin auch, was normale Monitor oder Fernseher angeht, auch auf OLED, finde ich echt genial. Aber man kann damit leben und ja, müssen wir mal schauen, wie das Ganze ist. Aktualisierungsrate, dass nur 90 Hertz da sind, mich speziell stört es nicht. Ich merke, glaube ich, den Unterschied gar nicht zwischen 90 und 120. Ich habe bei der Valve Index mal hin und her geswitcht. Ich merke den nicht, wird wahrscheinlich Leute da draußen geben, die es direkt merken, aber ist bei mir jetzt nicht der Fall. So, ja, dann haben wir die größere Version, ne? Die hat jetzt wirklich nur einen größeren Speicher und von 429 auf 499, das ist auch nicht so ein großer Unterschied. Kann man sich dann echt überlegen, ob man das dann mitnimmt vom doppelten Speicher her, würde ich jetzt wirklich empfehlen. Ja, dann haben wir noch eine mix.de Übersicht, sage ich einfach mal. Und die können wir auch mal ganz kurz durchgehen. Hier ist auch ein kleiner Testbericht von der Gamescom. Genau, den gehen wir jetzt mal kurz durch. Hier wird ja, dieses nicht klobige, also weniger klobig wie andere Standalone-Brillen, wird da gelobt. Und dass die halt schön ausbalanciert ist, relativ leicht ist, wird hier nochmal drüber gesprochen. Schärferes Bild und gefühlt größeres Sichtfeld. Und ich finde Field of View ziemlich wichtig, weil das kann einen schon ein bisschen rausnehmen, sage ich mal, rausholen aus der Immersion. Und ich merke es, wenn ich zwischen Valve Index und Quest wechsle, der Unterschied ist immens und stört mich dann auch. Wenn ich natürlich längere Zeit mit der Quest dann gespielt habe, stört es mich nicht mehr. Aber mehr Field of View ist hier natürlich perfekt. Da wird auch beschrieben, dass nur 105 Grad verfügbar sind, aber da man näher an die Linsen kommt, also ans Display dadurch, hat man gefühlt noch ein größeres Sichtfeld. Muss man jetzt natürlich mal abwarten, wie das sich bei den verschiedenen Personen dann auswirkt. Ja, die Farbdurchsicht wird hier gelobt, was ich eben gesagt habe, wenn wir wirklich die reale Welt sehen, ne, ist natürlich gut. Die Pico 3 Link hatte, glaube ich, einen DisplayPort an Bord. Der wurde hier gestrichen, leider. Das heißt, wir können uns nicht mit dem PC verbinden, nicht über Kabel. Ich gehe aber aktuell davon aus, dass, wenn man wirklich Konkurrent sein will von einer bestimmten Firma, dass man auch die Features reinbauen muss. Und da ist Wireless Streaming zum PC meiner Meinung nach Pflicht. Und ich denke mal, dass das auch kommen wird. Virtual Desktop, wie auch immer, müssen wir mal abwarten. Wäre natürlich mega gut. Ja, Sound hat eingebaute Lautsprecher. Die wurden hier auch noch nicht beurteilt, weil, ja, gut, auf einer Messe ist es natürlich ziemlich laut. Ne? Da kann man natürlich nicht wirklich von der Soundqualität irgendeine Bewertung abgeben. Ja, im nächsten Jahr soll ein Wi-Fi-Dongle kommen. Ja. Also kann man natürlich dann darauf schließen, dass es eventuell dann doch irgendwann PC-VR möglich ist auf dem Teil. Ja, neue Linsen, besseres Display und so weiter und so fort. Und ja, da können wir uns auf was freuen, denke ich mal. Der Preis ist echt toll. Und jetzt muss man wirklich die ersten richtigen Tests abwarten. Und ja, dann kann man da mehr zu sagen. Hier wird noch von The Walking Dead: Saints and Sinners 2 gesprochen. Also solche Spiele müssen natürlich auf die Pico, denn was nützt eine tolle Brille ohne coole Games, besonders wenn ich keine PC-VR-Anbindung habe, dann nützt mir das alles nichts. Von daher, ja,
gute Titel müssen definitiv drauf, aber ich denke, dass Pico da nicht schlafen wird und mit Sicherheit da ein paar coole Titel auf Lager haben wird. Ja, Leute, das war es eigentlich erstmal. Das sollte so eine kleine Einschätzung meiner Art sein. Wenn ich das Teil mal testen kann, bekommt er mit Sicherheit auf meinem Kanal hier auch Infos dazu. Und ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Ja, könnt die Glocke natürlich noch aktivieren, ist natürlich auch von Vorteil. Und dann sehen wir uns bei der nächsten News, beim nächsten Spiel oder sonst was. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.